Zum Frühstück gibt's 100 Gramm Haferflocken mit ein paar Kokosraspeln, Blaubeeren, ein Pfirsich und Sojamilch. Und Feigen sind da noch 50 Gramm, 300 Gramm ungefähr. Und das sind dann, ich hoffe, ihr könnt mit der App mittlerweile was anfangen. Hier sind die Kalorien. Oh, hier sind die Kalorien. Beziehungsweise das ist das Gesamt, das ist jetzt für die Mahlzeit Kalorien, Eiweiß, Kohlenhydrate, Fett. Jetzt ein paar rote Linsen und Nudeln. Nudeln mit Milch und Proteinpulver. Ich weiß, ist ungewöhnlich, aber keine Ahnung. Mir schmeckt's und es muss, ja, es muss einfach gehen bei mir und schnell. Ich bin müde. Ich bin müde. Ich bin kaputt. Ich bin erkältet. Und ich bin demotiviert. Ja. Und am liebsten will ich jetzt einfach nach Hause ins Bett. Aber wenn ich das machen würde, dann würde ich wahrscheinlich so handeln wie 99% der Leute. Und dann werde ich, oder würde ich wahrscheinlich nur so viel erreichen wie 99% der Leute. Aber ich bin nicht so wie 99% der Leute, ich bin anders. Und ich mache andere Dinge, die die anderen nicht machen, um Dinge zu erreichen, die die anderen nicht erreichen. Und deshalb werde ich jetzt da reingehen. Ich werde abschalten, ich werde an nichts mehr Negatives denken, sondern nur noch vorwärts denken, damit dieses Training ein erfolgreiches Training wird. Nicht einfach nur so, nicht einfach nur ein Training, um hingehen zu müssen. Nein, ich gehe da jetzt hin, um besser zu werden als davor. Das Training war echt geil. Ich hatte Power ohne Ende. Das liegt wahrscheinlich daran, dass ich momentan sehr, sehr viel esse. Bis jetzt habe ich 3000 Kalorien. Ich bin zwar schon auf den nächsten Tag übergegangen, aber ich habe ja bisher noch nicht geschlafen. Und ich habe noch nicht alles gezeigt. Ich war bei New Saigon. Ich hatte die Nummer 90, also rotes Curry. Und dann noch ein bisschen Ente mit Erdnusssoße, aber nicht so viel Soße und auch nicht so viel Kokosmilch, sodass das Fett nicht allzu hoch ist. Ja, ich bin momentan noch bei 70 Gramm, werde gleich noch was essen. Dann habe ich Linsen gegessen, 200 Gramm und ja, genau das habe ich gezeigt. Die Nudeln mit Proteinpulver und Milch. Dann habe ich vier Oreo White gegessen. Ja, ich muss zugeben, ich gebe es einfach mal zu. Ich habe vier Stück gegessen. Ich bekomme die immer, weil alle wissen, dass ich die so liebe, aber ich will die gar nicht bekommen. Also hört auf, mir diese Scheiße zu schenken.
Ein Pfirsich und ein paar Weintrauben. Vorhin bei Walid noch ein bisschen. Und jetzt mache ich mir noch was. Also ich habe nur noch 500 Kalorien offen. Ich bin momentan auf 3500. Da ich ja nicht zugenommen habe, beziehungsweise sogar abgenommen, habe ich die Kalorien erhöht. Und ich werde wahrscheinlich mehr essen als 500 jetzt, aber es ist nicht so schlimm. Dann werde ich das einfach auf den nächsten Tag übertragen. Wir haben ja eigentlich schon den nächsten Tag, wie gesagt. So, ich mache das so, dass ich mir jetzt ein bisschen Reis hier reinpacke. Extra jetzt noch gekocht am frühen Morgen. Zum Glück ist mein Bruder nicht da. Sonst weiß ich auch nicht, was ich gegessen hätte oder wie ich das gemacht hätte mit dem Essen allgemein. So, Reis hat gekocht ungefähr die, ja, 2,5-fache, das 2,5-fache Gewicht, weil ich koche den immer mit, also 100 Gramm Reis mit 300 Milliliter Wasser, aber das Wasser verdunstet ja teilweise und deshalb, ja, rechne ich das einfach mal. Das sind 270 Gramm, werde ich jetzt rechnen als 100 Gramm Reis ungekocht. Was mache ich mir denn drauf heute? Ich mache mir heute mal ein bisschen Sweet Chili Soße drauf. Wird auch gewogen. Entweder ich wechsle mal zwischen der und Barbecue. Ja, das sind ja Soßen, die ohne Fett sind. Ja, weil auf mein Fett komme ich meistens ganz einfach. Und dann einfach noch ein paar Zucker, also ein bisschen Zucker durch die Soße. Ja, diesen Kompromiss gehe ich immer ein. So, 30, 35 Gramm ungefähr. Und letztendlich sind dann noch ein paar Mikronährstoffe, die ich mir auch eben gemacht habe. Das ist die Gemüsepfanne gewesen, die ich immer so in letzter Zeit empfehle. Einfach komplett ein bisschen Schnittlauch noch reingeschnitten. Und das ist jetzt meine letzte Mahlzeit. Jedenfalls habe ich alles abgedeckt: Mikronährstoffe, Eiweiß, Fette und sehr, sehr viel Kohlenhydrate. Das ist ja immer mein Ziel, weil dadurch kommt vor allem die Power. Jetzt noch das. Und mit einem vollen Magen kann ich besser schlafen. Ich weiß, sollte man vielleicht nicht machen, ist nicht allzu gut mit einem vollen Magen ins Bett. Aber ich mache das gerne, ich kann dann besser schlafen und ich habe das Gefühl, der Körper ist über Nacht versorgt. Und da habe ich auf jeden Fall Power für morgen und auf jeden Fall viele Nährstoffe für die Brust, die heute schon ziemlich gut aussah im Spiegel, also es geht voran. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Video.